Wann ist dein Ball verloren? Ich möchte über diese Regel sprechen, weil ich weiß, dass sehr viele Golfer die Antwort zu dieser Frage nicht wissen. Die Golfregeln sind manchmal ein bisschen komisch und die sind auch manchmal ein bisschen unfair. Und das ist so ein Beispiel. Aber ich denke, wir müssen darüber sprechen. Das ist eine wichtige Regel und es kommt öfters vor, als was man denkt. So, ich schlage jetzt meinen Ball aufs Grün. Und du ahnst es, es wird nicht gut laufen. Und der Ball fliegt direkt auf die Fahne zu, aber ist leider hinter dem Grün. Und da ist Raff hinter dem Grün. Tiefes Raff. So, auf jeden Fall muss ich einen provisorischen Ball spielen. So, ich habe Flightpartner bei mir. Du bist mein Flightpartner. Und ich sage dir, ich spiele jetzt einen provisorischen Ball. Alles richtig. Ich droppe den Ball regelgerecht und spiele jetzt einen zweiten Ball. Hoffentlich viel besser. Nicht so viel Dampf. So, der Ball fliegt natürlich perfekt, liegt nur ein bisschen links von der Fahne, ist immer so, oder? Aber er liegt so dicht an der Fahne, dass ich jetzt überlege, was ich tue. Und da ich weiß, dass das Raff so hoch ist hinter dem Grün, ich werde wahrscheinlich mindestens zwei Schläge brauchen, um den da rauszuhacken, sage ich dir, mein Flightpartner, ich erkläre diesen ersten Ball für verloren. Ich spiele jetzt meinen provisorischen Ball weiter. Nun sagen wir jetzt, für irgendeinen Grund möchtest du, mein Flightpartner, meinen Ball trotzdem suchen. Und du findest ihn. Und er liegt furchtbar. Mein zweiter Ball, der provisorische Ball, liegt so nah an der Fahne. Und ich sage dir, ich habe den doch für verloren erklärt. Der ist doch weg. Habe ich recht? Nein, habe ich nicht. Ich muss meinen ersten Ball jetzt weiter spielen. Mein erster Ball ist immer noch im Spiel. Und das ist jetzt wichtig. Ein Ball ist erst verloren, wenn du deinen provisorischen Ball gespielt hast, deinen zweiten Ball dann gespielt hast. Dann ist der erste Ball weg. Bis du diesen provisorischen Ball spielst, den zweiten Ball, darf der Ball nicht gefunden werden. Und wenn er gefunden wird, hast du einfach Pech gehabt. Du musst ihn spielen. So, ein interessanter Fall. Und vielleicht wusstest du das nicht. Aber ich denke, ab jetzt wirst du es nie wieder vergessen. Einen schönen Abend noch. Ciao.